3, 2, 1 und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Scrap Challenges. Heute mal wieder mit unseren üblich Verdächtigen, einmal dem Juli. Hallo? Hallo! Ja, ich war dem Leon. Sorry. Heute aber sogar in einer Spezialedition, denn wir haben Gäste dabei. Da haben wir einmal hinten in der Ecke, okay, sie haben sich verpisst, haben wir hier einmal auf dem Sitz den Mr. Justcraft. Servus. Den man vielleicht aus den Kommentaren oder aus dem Stream-Chat kennt. Und wir haben Simon dabei. Guten Tag. Der gerade aus dem Busch rauskommt. Ja. Den man auch schon aus anderen Aufnahmen kennt. Und wir haben heute 4 Kandidaten, die battlen müssen. Warte, 1, 2, ja, genau. 4. Wir haben 4 Kandidaten, die sich battlen müssen. Aua. Und es wäre natürlich zu einfach, wenn einfach jeder gegen jeden ist. Deswegen fangen wir an mit einem 2x2. Wir haben erstmal 2 Teams mit 2 Leuten. Bis dann nur noch ein Team nachher übrig ist. Das werde ich nachher alles neu erklären. Die Teams, die werden auch noch ausgelost. Jeder darf jetzt erstmal sein eigenes Fahrzeug bauen. Und das Ganze wird auch stattfinden in einer Arena, die etwas größer ist als diese hier, aber in einer Arena. Aha. Und an Bauregeln gibt es meinerseits dieses Mal eigentlich keine. Also ihr dürft eigentlich alles verwenden, so viel ihr wollt. Nur wie immer keine Stoßdämpfer, weil die Probleme machen. Wie gesagt, sonst gibt es keine Einschränkungen. Ihr dürft machen, was ihr wollt. So groß, so klein, so häufig, so wenig, wie ihr wollt. Ziel ist es nachher dann als Team natürlich das Gegnerteam rauszukicken. Jedes Team wird insgesamt 4 Leben haben. Sobald einer vom Team raus ist, ist ein Leben weg. Verpisst euch irgendwo in der Ecke. Viel Spaß. Ihr habt 3/4 Stunden zu bauen. Okay. Ey, das ist jetzt aber ein bisschen schlecht. Ich sehe Mr. Justcraft und Simon. Ja, ich sehe euch ehrlich gesagt. Hey, willst du mich sehen? Ich bin hier hinten. Ja, ich sehe dich. Ja, wenn ihr auch alle in die gleiche Ecke lauft, ey. Was denn? Die Bauzeit fängt an. Viel Spaß. Tschüss. Schiebung. Ciao. So. Ja, was die Leute noch nicht wissen, die Arena wird, wie gesagt, etwas größer sein, weil die kleine Arena ist, finde ich, ein bisschen klein für 4 Leute. Vor allem je nachdem, wie groß sie bauen. Deswegen habe ich mir gedacht, und dafür fahren wir jetzt einmal zu Juli hin. Ja, also hier zwischen den 2 Hügeln hat es ja so einen braunen Bereich. Ich werde hier noch ein paar Holzteile hinsetzen, einfach so als Begrenzung. Und das wird die Arena sein. Wenn die über den Berg drüber geschoben werden, sind sie raus. Wenn sie hier über die Begrenzung rauskommen, sind sie raus. Die Standardregeln haben von der Arena nur eine Nummer größer und mit ein paar Schrägen. Ich denke, die Schrägen, die könnten doch mal ein ganz interessantes Feature mit reinbringen. Und dann gehen wir jetzt mal zu Judy in Channel. Ich sehe, sie baut sehr klein. Fragen wir mal nach. Ich sehe, sie bauen sehr, sehr klein. Ich habe aber absolut keine Ahnung, was ich da baue. Das ist natürlich belastend. Das ist mehr als belastend. Ich wollte so ein bisschen so ein Dings bauen hier. Aber ich glaube, das wird nichts. Mit so einem Gaming-slash-Racing-Stuhl. Nein, es geht nicht um das, sondern ich habe auch absolut keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Also, am besten, Moment. Wow. Okay, Nein. Wow. Moment, ja? Ich will das mal kurz erklären, ja? Ich wollte so ein Teil machen, wo ich steuern kann, dass ich so gut wie über dem Boden schwebe, weißt du? Also einmal, dass ich normal fahre und einmal so, dass ich meine Räder so anwinkeln kann, dass ich tiefer lege. Okay, ja. Aber ich glaube, das geht so nicht.
Ja, das musst du natürlich für dich rauskriegen. Ja, jetzt pass mal auf, pass mal auf. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz richtig. So, aber, hä? Gleich geht es? Ja, aber kann ich jetzt da überhaupt noch lenken, ich Idiot? Tja, Fragen eines Meisters hier. Hast du sonst noch Pläne außer das Anschrägen der Räder? Nein. Das ist grandios, dann verpisse ich mich wieder. Ja, tatsächlich, weil ich habe bis jetzt so nicht ganz verstanden, was wir heute eigentlich machen, ja? Deshalb baue ich jetzt einfach mal irgendwas, weil also ich weiß gesagt, jetzt immer noch nicht, muss ich... Es fängt an mit Team 2 gegen 2. Oh, fuck. Ihr müsst die anderen rauskicken und dann das Team, was übrig bleibt, das kämpft dann um den ersten Platz. Hast du einen Punkt? Oh, shit! Moment. Das stimmt noch nicht so ganz. Huch, warum bist du zu weit oben? Komm wieder runter. Ja, aber zum Beispiel, wenn es Leon in meinem Team wäre und ich würde Leon rauskicken. Ja, das ist dann wie ein das ist dann wie ein Eigentor. Ah, okay. Eigentore, Mensch, kenne ich gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Dann gucke ich mal bei den anderen, aber ob die. Jetzt gucken wir mal. Moment, ich mache mal hier kurz den Test. Ja. 1. So, jetzt. ja. Moment. Ich bin mir noch nicht weit genug unten. Also, das hat eigentlich nichts gebracht. Ja, grandios. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir spaßeshalber irgendwie Schubdüsen nach unten mache. Mhm. Also eigentlich Schubdüsen in jede Richtung. Das heißt Schubdüse, dass ich mal kurz abheben kann. Dafür muss ich ausbalanciert sein. Mhm. Und Schubdüse auch, die mich an den Boden drücken, dass ich halt schlecht irgendwie... Schlechter aufgehoben werden kann. Genau. Das sind so meine Pläne. Mhm. Okay. Alles klar. Jo, ich guck mal weiter. Bis denne. Gucken wir mal hier bei JustCraft. Der ist ja hier gleich nebenan. Uiuiui, Leons Fahrzeug. Okay, JustCraft ist zumindest mal ein bisschen größer. Hat ein paar mehr Räder. Und ansonsten ist unfassbar hoch, finde ich schon mal. Hat aber Pistons. Da kann in die. Das sieht aus, als wenn er noch höher kann. Hallo. Servus. Ich sehe, du hast ausfahrbare Räder. In die Breite sowie in die Höhe. Jo. Jeweils 7. Und zwar das Ziel dabei ist es, dass wenn mir mal zum Beispiel, wenn jemand kommt, der, sage ich mal, mit gefühlten 500 km/h auf mich zukommt, dann könnte ich das einfach ausfahren und dann fährt er einfach in der Mitte durch und am besten noch aus der Arena. Das Problem ist nur, dass ich irgendwie gerade ein Problem habe, das zu verbinden, weil irgendwie die Anzahl hier voll ist, aber ich gucke da nochmal, das müsst ihr endlich hier hinkriegen. Ah, warte mal. Wegen dem Aufrüsten des Sitzes. Ja, hochrüsten, das war bis auf 5 und... Ah, ja, okay, ja, jetzt. Ich musste gerade tatsächlich auch schon das abreißen, weil mit diesem Aufrüsten habe irgendwie das Hinterrad gebackt. Okay. Aber jetzt müsste es eigentlich alles funktionieren. Mhm. Ja. Ich frage mich, ob das auch ein neues Feature ist jetzt mit dem Aufrüsten, weil das habe ich zumindest vorhin noch nie gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es so gut finden will oder soll. Es ergibt Sinn natürlich. Genau, sagen wir mal so. Weil ich habe mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum denn nicht verbinden. So, dann müsste man die jetzt eigentlich hiermit verbinden können. Das machen wir immer ganz schnell. So, hey, ich guck mir das mal von... Soll ich mein Fahrzeug noch wegnehmen, oder? Nee, alles gut. Du hast deine... Okay, das hat noch nicht alles. Du hast noch eine Achse vergessen. ja, aber sonst... Aber warum ist die... Die ist doch aufhörbar. Ach so, soll ich auf 7 setzen? Oh ja, das wäre mal gut. So. Perfekt. Und die Geschwindigkeit. Oder hast du die Geschwindigkeit überall auf langsam? Okay, du hast die überall auf langsam. Ich glaube, ich bräuchte größere Räder. Also Balance, da habe ich kein Problem mit. Ui, so, das hat schon mal geklappt. Ich bin unter Dächer durchgefahren. So, man müsste jetzt halt nur irgendwie den Motor mal hier ein bisschen hochrüsten. So. Lol, okay, das heißt, man muss jetzt alles einzeln auf upgraden. Ja. Das kann schon so ein bisschen nervig sein. So, ja, aber okay. Jetzt müsste doch
Oh Gott, der macht jetzt auch schon. Oh Gott, oh Gott. Was sind das für Töne? Ja, er macht schon andere Geräusche. So, aber ich glaube. Oh, Respekt. Das sind jetzt keine Dieselmotoren mehr. Das der neue Motor hört sich an wie Chewbacca. Aber es sieht auf jeden Fall, ich sag mal, in dem Sinn interessant aus. Packt er noch auf die Plattform? Ja. Ich bin mal gespannt, ob und wie du da von dem Feature da Gebrauch. Oh. Sind nur bei dir die Pistons schon ausgefahren? Nee, das wollte ich dich auch gerade fragen. Also, Bugs sind definitiv noch drin. Hast du sonst noch irgendwelche Pläne, irgendwelche Ideen? Ja, vorne soll so eine Art Rambock noch dran, damit ich wenigstens ein bisschen aussehe, dass es das Ding etwas hat. Ah, okay. Also mehr Schein als Sein. Ja, also so ein bisschen abschrecken und halt diese Notfallmöglichkeit, die ich jetzt eingebaut habe. Und die Lenkung muss ich noch machen. Vielleicht kann ich mir Schubdüsen noch vorstellen. Genau, irgendwas mit Schubdüsen, um dann auch Leute rauskicken zu können mit Power oder so. Das ist gar nicht mein Ziel. Also mein Ziel ist es, glaube ich, eher so ein bisschen im Hinterhalt so ein bisschen. Einfach gucken, dass du drin bleibst und nicht und die anderen rauskicken lassen. Okay. Ja. Also ich vermute zumindest mal, dass ich damit recht weit kommen könnte. Joa. Ja gut, dann lass ich dich mal wieder. Jo, alles gut. Viel Spaß noch beim Studieren. Hier danke. Deiner Pistons und viel Erfolg noch. Ich sehe riesige Reifen. Ui, ui, ui. Ich bin gerade hierher gekommen. Ich habe das riesen Ding da gesehen. Habe mir gedacht, Alter, what the fuck? Der wird einfach dreimal die Größe der Arena haben. Und habe gerade gesehen, oh, das ist nur die Mauer. Ja, es ist sicher. Das auch unterzeichnen so mit den... Ja, Punkt. Es geht. Lenk einfach mal. Das Ding ist so wobbelig. Okay, ich glaube, die Motoren müssen noch ein bisschen angepasst werden, oder? Ja, aber das ist auch nicht mein Fahrzeug. Ich habe das anfänglich gebaut zum Nach... Weil ich, das war so zum quasi. Testen, oder was? Ja, so ungefähr. Okay, und das ist dein aktuelles Fahrzeug jetzt aber? Ja, und der Fakt, dass wir Kolben nutzen dürfen, hat mir eine Idee gebracht. Aber jetzt mal zu deinem Fahrzeug. Was ist dein Plan? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde einfach so bauen, dass man unter mir durchfahren kann. Im Endeffekt, weißt du? Weil du sagst, es gibt keine Begrenzung, also kann man auch unter mir durchfahren. Genau, es gibt keine Begrenzung. So, wenn man unter mir durchfahren kann, kann man nicht aus der Reden erschieben. Ich würde natürlich auf einen gewissen Menschenverstand hoffen, baut nichts, was 1000 mal 1000 Blöcke groß ist, weil das ist ein bisschen groß für die Arena. Also es sollte schon passen in die Arena, aber sonst gibt es keine Begrenzung. Wenn du 100 Schubdüsen willst, dann baust du 100 Schubdüsen. Du musst nur mit denen klarkommen. Ich meine, es wäre sogar fast ein Schlau, wenn ich Schubdüsen zum Hochheben nehme. Jetzt muss ich drüber nachdenken. Einfach wegschweben. Ja, die Idee ist nicht schlecht. Du lässt die anderen unten fighten und du schwebst drüber und guckst dir das an. Ja, wenn ich nicht rausfliegen kann, kann ich nicht verlieren. Das stimmt natürlich, ja. Ich muss übrigens ausdenken. Raus ist man, sobald man außerhalb von der Arena den Boden berührt. Na dann, lass ich dich mal deinen Unfall machen. Man sieht sich nachher, ne? So, gehen wir zu Simon. Simon sitzt hinten in der Ecke. Hinter dem Berg. Ich hoffe mal, ich komme hier hoch. Ja, sieht gut aus. Okay. Das sieht mehr nach Abwehr aus. Mit ein paar Stützräder vermutlich zum nicht umkippen. Kann ich mir gut vorstellen. Du, bei dir sieht's aus, als wenn du volle Power gibst. Ja, würde ich auch einfach mal sagen. Ich habe noch nie gebattelt in diesem Spiel. Ja. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es einfach doof geht hier in dem Spiel. Einfach Power, die Leute rauskicken. Ja, so sehe ich das auch. Und überlege, ob ich die Reifen hier oben ein bisschen mir ranplatziere, damit ich hier unten nicht so in der Breite so ein Riesending habe. Weil die Reifen sind aktuell dafür da, dass ich nicht umkipp. Ja, Stützräder, habe ich mir schon gedacht. Ja, okay. Ja, das ist richtig. Ich weiß halt nicht, inwiefern die halt gefährlich werden. Deswegen
Okay. Überlege ich mir da gerade eine Alternative. Und hier noch so Stangen, die du auch, okay. Zum Aufbocken. Zum Umdrehen, wenn du und auf den Kopf bist, oder? Genau. Und. Ja. Zack! Ich kann auch fliegen, wenn ich das will, denke ich mal. Ein Vogel. Muss zu schnell genug sein. Ja. Ich nehme an, es geht halt wieder in völlig verschiedene Richtungen bei den Leuten. Ja. Ja. Also teilweise gleiche Ideen, aber ganz andere Ansätze. Oder Herangehensweise. Kann ich mir gut vorstellen. Das finde ich ganz spannend. Hast du auch noch irgendwas abwehrtechnisch noch geplant? Irgendwie? Weiß ich noch nicht. Okay. Aber erstmal nicht. Ich denke erstmal, dass ich durch meine. So. Erstmal draufballern und dann gucken. Genau, erstmal den Angriff und dann schauen wir mal, wie man sich verteidigt. Ja. Ich habe jetzt festgestellt, ich bin durch das Fahrzeug doch relativ wendig tatsächlich. Ja. Wenn ich die Düsen hinten nicht einsetze. Ja, mit den Düsen hinten wahrscheinlich geht's nur in eine gerade Linie, oder? Ich gehe mal davon aus, dass mit den Düsen halt ein bisschen schwieriger wird, aber. Du hast. Moment, 5, 6, 7, du hast 8 Düsen auf fast volle Power. Ja, das ist richtig, aber das aber kann ich dann entscheiden, wenn ich sie brauche. Ja, klar. Ich denke mal, geflippt werden wird halt einfach mit dem Ding schwierig. Mhm. Ich habe auch versucht, die Schubdüsen nicht nach hinten zu setzen, weil je mehr da hinten sie sind, desto mehr mache ich die Rakete und gehe nach vorne hoch. Deswegen ist das Fahrzeug an sich hinten höher als vorne. Sieht zwar ein bisschen albern aus. Gewichtsverlagerung. Allerdings, so. Genau. Hat das halt Gewichtgründe. Das habe ich und bei meinem ersten Fahrzeug auch gehabt. Also da fand den Schönbau-Wettbewerb würde ich zwar nicht gewinnen, aber. Mhm. Dann gehe ich mal gucken, okay. Was Juli macht da. Ey Juli, was auch immer du da machst, unterlassen. Ich glaube, ich bin's doch nicht. Okay. Weil ich habe jetzt die Lex auch. Ha. Also ich glaube, ich bin das nicht. Also weil am Anfang dachte ich. War gerade ganz hinten bei Simon, der hat nichts gemacht und plötzlich ging's mit den Lex los. Also, keine Ahnung. Ja, das war tatsächlich ich, aber jetzt bin ich gerade. Also ich bin gerade am Lackieren, aber ich habe die Lex gerade auch. Okay. Du bist am Lackieren, das heißt, du bist fertig mit dem Bau? Ich bin eigentlich soweit fertig, ja, und okay. Bin eigentlich zufrieden. Was heißt denn, du hattest ja vorhin noch gar keine Idee. Ah ja, easy, jetzt Alter, du musst jetzt hier... Ich hab einiges gebaut hier. Sechs Knöpfe? Sieben Knöpfe? Und den achten hast du nicht verwendet, boah. Ja, den achten brauche ich wegen dem Ausgleich. Damit's rechts und links symmetrisch ist, so. Sag mal, Julio. Wegen dem hier. Oh, Moment mal, hast du Schubdüsen einfach? Aha. Hier. Das heißt, ich bin komplett ausbalanciert. Das ist ja mal geil. Okay. Ich bin. Ja, okay. Bist du mal auf eine Schräge kommst? Nee, tatsächlich nicht, weil dann habe ich das. Ah, hier. Okay. Du hast auch. Okay, das ist ich habe alles. Und das kann ich auch noch. Ich weiß zwar nur nicht warum, aber ich kann es einfach. Okay, du kannst auch noch zugreifen. Ja. Quasi wie so ein Käfer kannst du vorne zugreifen. Genau, ich mach so und dann hoffe ich, dass ich sie rausschieben kann. Okay. Irgendwie. Mhm. Das sehe ich jetzt erst. Was? Mit den Rädern. Ich bin vorne breiter wie hinten. Ach, von den Rädern. Mit den Rädern. Block, das sehe ich jetzt erst. Ja, mein Gott, wenn's passt. Hä? Ich hab doch alles gleich gebaut. Hä? Ja. Jetzt ist Juli verwirrt. So, Timer ist vorbei. Okay, dann. Move mal. 3, 2, 1. Vorbei. So. Ja. Also, Leon hat. Ja, beschreibe es mal. Was ist das? Dein Kopf sieht man da draußen. Ich habe 4 Räder. Ey, ach, mach die Tür wieder zu. Und ich kann das hier. Ach du Scheiße. Es ist natürlich jedem. Ey, da schon nicht lackiert! Es ist natürlich jedem frei überlassen, das von seinem Fahrzeug zu zeigen, was er möchte. Mhm. Wenn es Features Alter, gibt, Leon, die er erst während Leon? Des Kampfes ja. nutzen wollte. Fahr mal bitte in den Kreis. Was? Fahr mal bitte in den Kreis. Okay.
Alter, brauchst du bis Buxtehude, bis du einmal rum bist, Alter. Okay. Nee, ja, bis Buxtehude Nord. So. Wer will als nächstes? Wer will als nächstes? Also ich hätte gesagt, einer der zwei Gäste, ich zeige jetzt das Fahrzeug. Soll ich, oder? Simon hat schon aufgehört. Oh, okay, ja dann. Ach du Alter! Uiuiui! Da hat sich auch noch ein bisschen was getan. Was ist das denn? Ja. Alter, wie hört sich das an? Was hast du für einen Motor verbaut? Das ist der neue Motor. Ja, das ist der upgradete. Den habe ich auch. Ich auch. Was zur Hölle? Gibt's einen Beifahrersitz? Nee. Ich glaube, wenn du Schub gibst, dann ist weg im Auge. Für was sind die? Für was sind die Reifen da oben? Ich glaube, glaub, Sicherheitsreifen. Oder so, ja. Wenn er umkippt, kann er sich wieder. Ja, oder wenn er eben nicht umkippt. Ach, da ist eine, ist da nicht eine, wie heißt es dran? Bearing. Ja, ja. Alter, Simon, genau so. Simon hat einfach das Fünffache von mir gebaut. Ja, au, dann zeig au, mal, au. Dann zeig mal jetzt mal Juli. Und wir hatten ein Radio, das hört sich voll cool an. Ja, hier. So, das ist Julis Fahrzeug. Ist Julis. Wo ist denn das? Vor oder hinter dem Holzhaufen? Ich sehe das Fahrzeug nicht. Ach du Scheiße, was hast du denn verbaut? So. Ja, das ist Julis Fahrzeug. Willst du was dazu sagen? Ja, das ist aus Holz und es fährt. Okay, wunderbar. Danke für die Information. Guck, so und so. Es fährt. Vorwärts und Juli. Wunderbar. Ich glaube, damit ist genug gesagt. Okay, dann haben wir noch JustCraft, der zahlt auch noch sein. Ja, ich hoffe, das lächelt nicht so, weil ich glaube, ich war. Ja, ich. Grund... Warst du denn der? Jo! Jo! Du heilige Scheiße! Okay, also. Der Nico, soll ich erkennen? Alter, Nico? Das erkenne ich aber auch nicht mehr. Alter, what? Jo! Wait, was? Was? Alles ausfahrbar. Natürlich noch der typische Schaltknüppel. Den braucht man. Ah, der nicht verbunden. Macht er was? Der macht nix. Gar nichts. So, jetzt kurz noch an die Zuschauer. Wir werden dann jetzt wegen der Lex, wenn wir kurz die Welt nur mal neu laden. Es haben ja alle ihr Fahrzeug neu gespawnt, außer Leon. Leon habe ich aber gesagt, der hat ein zweites Exemplar gebaut, also das ist alles gespeichert. Wir laden die Welt einmal neu und begeben uns dann in die Arena. Die Grenzen der Arena sind unten auf dem Boden durch diese kleinen Blöcke da, wo Simon gerade steht. Markiert, wenn ihr da drüber seid, dann den Boden berührt, seid ihr raus. Und dann überall drumherum, wenn ihr über die Klippen hinaus geht, seid ihr auch raus. Jetzt werden nur ganz kurz die Teams ausgelost. Was mache ich da? Okay, ich schreibe Juli, sag mir eine Zahl von 1 bis 100. Ich nehme die 69. JustCraft, sag mir eine Zahl von 1 bis 100. Gegen halbe Zahlen auch? nein, 37. Nee, ganze Zahlen. Wie viel 37? Bah, Schmutz, 37, Schmutz. Simon, eine Zahl von 1 bis 100. 14. Die 14 und Leon, eine Zahl von 1 bis 100. Aura 51. Die 51, so. Wir haben die Teams 7, wow. Simon okay. Und JustCraft. Simon, ja genau. Leon Simon, und genau. Die zwei kleineren Zahlen mit den zwei größeren Zahlen habe ich nämlich vorhin gesagt. Oh Gott. Gut. Also wir haben die Teams JustCraft, Simon und Juli Leon. Jedes Team hat 4 Leben. Jedes Mal, wenn einer von aus einem Team raus ist, verliert das Team ein Leben. Das Team, was nachher übrig bleibt, das macht dann nachher ein Battle 1 gegen 1 für den ersten Platz. Und 3, 2, 1, go! Ja, kommt man hier hoch, wa? Ja, JustCraft und Simon sollten sich natürlich nicht gegenseitig jetzt rauskicken. Ich kann euch genau zeigen, wie weit ich komme. Und zwar hier Schluss, weil da geht's euch hoch. Moment, das war jetzt nicht gut. Moment! Easy, weg mit dir! Ui, ja? Da gehen die ersten Angriffe los. Simon versucht hier Leon abzuholen. Nein! Kommt aber gerade so nicht über die Kante. Das Kopf ist offen! Hier ist Leon! Nein, und Leon ist raus! Leon war raus! Juli! Leon war raus! Leon war raus! Alter, Leon, was bist du eigentlich für ein Mongo-Gesicht, Mann? 3, 2, 1, go!
So, Juli, Juli. Oh! 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 Und hat den Boden berührt. Ja. Alter! Juli, ja. Was machst du denn? Mensch, mit dir kann man auch gar nicht arbeiten, ey. Ich habe 6 gedrückt anstatt 5. Oh Gott, ey. Dann, es steht 4-2 für Team Just Grow. Ja. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Ja, erstmal weg hier. Juli flippt gleich ein paar Mal. Der flippt auch. Hey, lass mich mal hier bitte Leon, kurz in Ruhe, ja? Leon bleibt da oben stehen. Nicht ins Ausfall. Leon, man muss sich auch bewegen. Noch langweilig. Ich geh erstmal weg. Tschö. Alter Simon! Juli fliegt wieder. Was? Oh. Die Steuerung Leute. Leon, ich würde sagen, ich würde sagen, nach 30 Eddie. Sekunden musst du runter. Okay. Okay, langweilig. Hey. Simon! So, jetzt kommt Leon auch noch dazu. Simon! Geht erstmal auf die andere Seite hoch. Simon! Ich komm dann nicht hoch, ja. Komm mal runter. Simon! Oh nein! Aha. Oh nein, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Nee, das sind die Falschen! Das sind die Falschen! Die sind so schwach! Nein! Oh. Lass mich ja. Okay, Judy konnte sich wieder befreien aus 6! Simon. Oh! Judy fliegt und. Ich war aufgeflogen. Und landet. Touchdown, das war's. Oh Gott. Es steht 4-1 für Team Just Grow. Juli, was warst du eigentlich? Warte, ich helf dir. Ich hab die 6 gedrückt, weil ich Angriff machen wollte. Da haben diese Teile von Simon, glaub, gerade echt gute Arbeit geleistet. Ja, Juli ist einfach drüber. Die Rampen oder die Räder? Ja, die Rampen. Die, Juli ist einfach über. Oder bist du nicht an Simon rangekommen? Weiß ich nicht, ich hab mir jetzt geleckt. Hä? Wie bin ich nicht an Simon rangekommen? Ja, ich dachte, du bist an Simons Rampen gekommen und du bist dann hochgeflogen. Ins Rampenlicht. Tonk! Ich hab Angriff gemacht auf Justcraft. Oh, ja. Ja, warte. Ich hab sogar fast einen Aufstellmechanismus so. Gebaut, mir Bein von mir selbst. Wollt ihr wieder alle in eure Plätze oder seid ihr so zufrieden? Ich muss jetzt mal aufstellen. Juli ist sicher so zufrieden. Ja. Moment! Ja. Juli fliegt wieder, das ist immer gefährlich, aber okay. Okay, ich muss neu aufstellen. Guckt erstmal in die Gegenrichtung und hat sich rausgekickt. Ja, GG. Hat das Ding gepackt? Fertig. Kann man bereit? Scrap anbauen? Ja, bereit. Ist das okay, wenn ich hier spawne? Weil ich habe so einen halbwegs geraden Stein gefunden. Stein ist außerhalb, da durfte ich auch nicht starten. Stein ist außerhalb. Oh. Nee, Stein ist in Nürnberg. Ist da nicht auch feucht? Ja, das ist auch. Nee, feucht ist bei Nürnberg. Das ist auch im Stein. Warte, ich komm mal wieder runter. Augenblick. Oh Gott. Das Fahrzeug kommt hinterher. Oh Gott. Ey, wo ist jetzt eigentlich die Pistenwalze, wenn man sie braucht? Die Pisten. Stell dir mal vor, das Ding wäre voll mit Propangas. Ja, die Pistenwalze. Mit Sprengstoff. Frag Nico, was die Pistenwalze ist. Ja. Die Pistenwalze ist in Luxemburg halt wohl echt wichtig zum Skifahren. Ja. Kannst du in Luxemburg Skifahren? Ey, Justcraft, willst du mich eigentlich verarschen? Verpiss dich mal! So. Ich muss wenden, ich komme nicht weit mit dem Fahrzeug. Seid ihr alle als 5 Meter in die Luft. Nicht so, ganz. Da ist Juli, da ist Justcraft, hier vorne ist Simon, da ist Leon. Warum die Hand? Okay. Nee, hallo? Nee. Ich gehe hier in die andere Ecke. Justcraft ist mir zu nah. Leute. Der ist mir viel zu nah. Nein, dann gehe ich weiter hier. Also. So verscheucht man andere. Es steht 4-1, es ist Matchball für Team Just Grow. Es wäre natürlich super, wenn die Gäste hier gleich beim ersten Auftritt gewinnen. Das wird ja, jetzt, weil das sind halt auch Profis. Das werden wir jetzt sehen in der nächsten Runde. 3, 2, 1, go! Okay, niemand bewegt. Just Grow geht Richtung Juli. Simon, wir warten einfach. Okay, gut. Hi! Juli fliegt einfach. Hä, ich war doch so Simon ausbalanciert! Simon putzelt den Berg runter. Leon, Angriff auf Simon. Weißt du, ne? Ui! Kann ich mir kurz helfen? Ich flieg echt ungünstig. Ja. Warte, ich schieb dich weg. Es liegen beide auf dem Kopf. Oh. Nein.
Die letzte Frage. Passt. Leon, komm mal. Hallo. Alter. Das ist in Bewegung. Alter, lecke die Leck, Alter. Leon liegt auf der Seite. Juli konnte sich befreien. Also, und geht jetzt auf den Angriff, nein? Ich sehe nichts. Geht wieder mitten rein. Nein. Leon. Jetzt fangen die drei an, wie sie im Karussell zu drehen. Leon liegt einfach auf der Seite und macht nichts. Leon! What the fuck, jetzt leckt's gerade. Warte, du, ich hab dich gleich. Just Craft spielt ein bisschen Scrum. Nee. Halt, Leon versucht sich aufzustellen, scheint aber darin nicht unbedingt zu erfolgen. Juli konnte sich befreien, geht aber wieder auf Just Craft drauf. Simon greift Leon an. Alter. Hallo. Simon greift Leon an. Kann ich Leon jetzt nicht auch einfach rausschieben? Ihr müsst mal Leo da einfach rausschieben können, oder? Ja, mach ich jetzt. Da liegen sie beide. Nein. Hä, wo ist mein anderes Ding? So, Juli konnte sich wieder aufstellen. So, ich bleib da viel stehen. Leon liegt immer noch auf dem Boden. Nein. Oh, nein. Just hat Leon gerade wieder aufgebaut. Nico, Juli jetzt nicht die 6. Nein, auf keinen Fall. So, Leon fliegt. Abflug. Leon guckt sich das von oben an. Hallo Simon. Alter. Komm, wir rausquetschen. So. Oh, Angriff von Simon. Leon. Alter, Leon. Und, Leon. Leon ist. Keine Ahnung, Leon ist weg aber da. Nein. Der Arena. Nein. Ich brauche mal Hilfe. Weg da. Also, die scheinen sich prächtig zu amüsieren. Hey, Juli ist gerade einfach an mir abgeprallt. Ja. Oh, Angriff von Simon, und Leon ist raus. Oh, shit. Das war dann ein eindeutiges Ergebnis für Team Just Grow. Oh Gott, ich bin ausgestiegen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in die Einzelkämpfe über. Und gucken ein... Hui! Und gucken, einen ersten Platz zu finden. Dafür begeben wir uns wieder... Ja, Leon geht nicht, oder? Dafür begeben wir uns wieder zurück in die andere Arena und wir sehen uns gleich wieder. Dann würde ich sagen, Simon und JustCraft, ihr habt alle beide drei Leben. Und der Erste, der die drei Leben verliert, ist dann Zweiter und der andere ist logischerweise Erster. Ich würde sagen, für die erste Runde 3, 2, 1, go! So, JustCraft baut erstmal aus. Ein Problem? Bin ausgestiegen. Simon steigt aus. Das wäre jetzt die Gelegenheit von JustCraft anzugreifen, aber er kann leider nicht. Er hat sich auf Simon aufgedockt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer Simon, kann daraus... Simon, schieb ihn doch einfach raus! Wer hier, kann Simon. Daraus mehr Gewinn ziehen? Simon! Oh Gott, ich hänge so, fest. Sie haben sich wieder befreit. Nein. JustCraft geht in die Ecke, das sieht nicht gerade gut aus. Jetzt muss Simon ihn eigentlich nur noch rausschieben. Und da! Ja. Simon kommt aber auch nicht. Ich denke, das ist immer noch die Schwerkraft. Simon, nutzt er die Düsen. Simon, schieb ihn raus. Jetzt nutzt er. Siehst du dich einfach wieder auf mit drauf hockt. Doch, einfach rausschieben, fahr einfach raus. Ja, aber, dann ist er auf dem Boden. JustCraft kommt gerade, nirgendwo auf dem Boden. Nö. Der ist komplett aufgebockt auf Simon. Oh, ich hätte gesagt, JustCraft ist manövrierunfähig, oder? Nee, doch kann ich den Boden berühren. Ich kann aber auch. Warte. Also, in meinen Augen kann JustCraft sich bewegen. Ah! Oh! Nein! Oh! Jetzt liegt JustCraft auf dem Kopf. Problem. Und. Oh! Der Phase. Und springt und hüpft raus. So. Das war das erste Leben von JustCraft. Seid ihr auf Position? Jo. Okay, dann würde ich sagen: nicht lang schnacken. 3, 2, 1, go! So, mal gucken. JustCraft. Ey, mach was. Oh! JustCraft feiert wieder seine Reifen aus. War diesmal aber zu langsam. Ist in Simon drin. Konnte sich aber wieder lösen. Okay. Oh Mann, ja. JustCraft setzt sich schon wieder auf. Und setzt sich dann wieder auf Simon rauf. Nein.
Nein. Wie? Oh. Ich... Jetzt sitzt er komplett auf Simon drauf. Was kann Simon tun? Ja, warte. Ja, Just kommt noch weiter. Oh. Noch weiter. Ja. Schöne Aussicht von hier oben. Nein. Oh, oh, ja. Oh. Justkraft, dein Arschloch wurde nur nicht gestopft. Ja, ja, jetzt bist du drauf. Also wir sind... Ja, jetzt beweg dich mal bitte. Also ich... Ich würde da gerne mal runter, wenn das heute noch in Ordnung ist. Wie wär's denn mal mit Reifen zusammenfahren? Dann könntest du bestimmt wieder fahren. Na, jetzt. Nee. Oh, er fährt sich Reifen zusammen. Hat sich ja, jetzt auf Simon richtig fixiert. Oh. Da ist er gerade an die Brücke gekommen. Ich glaube, da haben sich die Fahrzeuge zusammengepackt. Das war die Antenne, ey. Ich seh nichts. Mal gucken. Moment. Ja, Simon. Oh. Sieht die Chance. Also ich berühre nicht den Boden, sagen wir mal so. Also du berührst den Boden, aber du bist mit dem Sitz noch drin. Jetzt nicht. Oh, die Fahrzeuge sind wieder gelöst. Nee, ich hänge immer noch am Fenster fest. Simon, jetzt rückwärts! Jetzt rechts! Darum Tipps zu geben. Oh! Justkraft konnte den Angriff gerade abwehren. Oh, ja, sehr gut! Oh. Jetzt sind sie wieder gelöst. Alter, jetzt hier ist ein Reifen in meiner Fresse. Hier ist ein Reifen! Alter! Jetzt liegt das. Oh! Jetzt haben sie sich blockiert. Ja. Ich hab den Ding gemacht. Ja. Oh! Jetzt sind sie wieder. Und Justkraft hängt in der Brücke. So fest! Wurde aber wieder gelöst. Kompliziert, ey! Simon hilft ihm einfach. Ja, genau. Simon ist ein freundlicher. Jetzt stehen wieder beide. Und das war falsche Taste. Ja, das dachte ich mir vorhin auch die ganze Zeit. Ich habe ihm immer 6 gedrückt irgendwie. Aber es hat keiner wirklich die Power, den anderen rauszuschieben. Naja, aber dafür hat er einen schönen Regenbogen hier Booster da dran. Ja. Oh, und Justkraft ist raus. Es steht jetzt 3-1 für Simon. Matchball für Simon in 3, 2, 1. Los. Hey, der rollt schon. Sorry. Okay. No. Oh nein, jetzt sehen wir das gleiche zum dritten Mal. Das wird was. Ich hab's im Blut. Okay. Ja, Nico hat im Blut. Ja, das ist natürlich. Oh. Ist es raus? Ein Millimeter fehlt für den Sitz. Jetzt ist er aber raus. Nein, ja. Wir berühren nicht den Boden. Doch, hinten am Hügel. Ach ja, fuck. Mit den... Was ist das? Oh, die Räder. Ey! Geh runter von mir! Ja. War ich jetzt eigentlich draußen? Okay. Ja, also in meiner Perspektive war er raus. So. Simon, Justkraft, aussteigen aus euren Fahrzeugen. Und komm mal hier auf die Brücke. Also, die Zahlen, die wir vorhin hatten. Justkraft hatte die größere und Juli hatte die größere. Das heißt, Juli nimmt Justkrafts Fahrzeug. Ach du Scheiße. Und Leon nimmt Simons Fahrzeug. Oh Gott, wir müssen natürlich auch noch einen letzten Platz definieren. Das war mir klar, das passiert. So. Ihr kriegt natürlich keine Zeit, um euch an die Fahrzeuge zu gewöhnen. Es geht los in 3, 2, 1. Justkraft, Immer 6 drücken. Nee, das war bei mir so. Was ist das eigentlich? Hallo? Warum startet der eine schon? Oh. Das war's. Hä? Ich hab gesagt los. Ja, damit ist Juli schon raus. Es steht jetzt 3-2 für Leon. Alter, hat das Ding auch Power? Das musst du jetzt rausfinden. Ja, das musst du, jetzt rausfinden in der nächsten Runde. 3, 2, 1, was ist go! Das? Go! Ja. Ich kann wieder nicht fahren. So, Angriff von Leon. Ui, und, nicht oh, ui, ui, Juli, oh. Nicht ab. Und, hä? Juli steigt erstmal aus. Nein, ich hab nicht eh gedrückt. Und raus. Juli ist wieder raus.
Ja, das ist halt kompliziert, wenn man nicht mitfahren kann. Man muss sich dran gewöhnen. Leertaste gedrückt. 3, 2, 1, go. Alter, das Ding hat 0,0 Power. Ja, die habe ich vergessen. Ich so. Mal sehen, was es jetzt hier wird. Oh, oh. Ja. Oh, oh. Wieso? Ich Juli wird wieder umgekippt. Ich meinst so auf. Ja. Aber, ja, es ist wirklich so. Keiner hat wirklich die Power, um wen rauszuschieben. So, ja. Jetzt, Juli konnte sich wieder aufstellen. Jetzt. Und geht auf Angriff, verpasst aber. Alter, das Ding hängt auch nicht, Mann. Was ist das? Wo ist... Juli. Nee, warte mal. So. Die Rampen sind, natürlich gefährlich. Wenn man da irgendwie seitlich drankommt, dann kippt man gleich um. Junge Vater. So, kann ich nicht mit raus. Diegen. Damit war's das jetzt. Wir haben unsere Platzierung. Auf dem letzten Platz haben wir Juli, der Alter. Nicht ein einziges Ding die ganze Runde gewonnen hat. Auf dem dritten Platz haben wir Leon, der jetzt die letzten drei Runden für sich entscheiden konnte. Auf dem zweiten Platz haben wir JustCraft, der hier bei den einzelnen Runden nicht so ganz glänzen konnte. Und Simon, hier, den unangefochtenen. Jetzt hier den unangefochtenen Sieger, Simon. Geht's dir, so. Glückwunsch. Danke, liebe Leute, danke. Ja, JustCraft, hier. Das waren jetzt deine 5 Sekunden Fame. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder dazu. Lasst gerne ein Like da. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.